Vor 2 Monaten hat Sven Weigel erfahren, dass er manisch-depressiv ist. Auslöser der Krankheit war die schwere Geburt seiner Tochter, die seine Frau Britta nur knapp überlebt hat. Dieses Erlebnis hat bei dem 38-jährigen Familienvater Wahnvorstellungen ausgelöst, die ihn in Lebensgefahr gebracht und in Schulden gestürzt haben. Langsam scheint der Buchhalter aber ins Leben zurückzufinden, wie er seinem Schulfreund Rolf anvertraut. Jetzt geht's dir wieder ganz gut, oder? Ja. Ja? Alles okay? Alles okay, ja. Alles wieder fit. Und Britta, ihr ging's ja auch nicht gut. Hat sich gut erholt? Britta hat sich von der krassen Geburt wirklich erholt. Ich weiß echt nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich gestorben wäre, weißt du? Das hätte mich aus der Bahn geworfen ohne Ende. Ja. Das war eine schwere Zeit für dich, ne? Aber ohne Ende. Aber jetzt ist alles okay. Alles wieder tutti. Okay, das ist ja, sonst wäre ich ja auch nicht hier. Wo ist er hin? Ja, apropos Britta. Ja. Vielleicht könntest du mir da einen Gefallen tun. Kommt drauf an, was für ein Gefallen. Keine Ahnung, was meinst du? Naja, du weißt ja, dass Britta und ich jetzt demnächst irgendwann einen Hochzeitstag haben, ne? Ja, okay. So, ich wollte sie überraschen mit einer Luxusreise nach Ibiza. Nach Ibiza? Okay, ja. Und was soll ich dabei machen? Was ja, und jetzt kommst du ins Spiel. Ja. Und zwar sieht das natürlich ein bisschen doof aus, wenn ich die Reise von meinem Konto abbuchen lasse. Dann ist eine große Summe wieder weg und sie fragt, wofür, weshalb, wieso. So, verstehe. Dann, sie soll nichts merken. Sie soll nichts merken und soll absolut überrascht sein und begeistert sein. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Das heißt, du bräuchtest von mir Geld. Ja. Und wie viel? Was brauchst du? Ja. 3000 Euro bräuchte ich schon. 3000 Euro. Naja, Ibiza, ne? 3000 soll ja auch was Besonderes werden, ne? Also, Ibiza, teures Ja, was. Schon, aber meinst du, dass. Ach, das kriegst du auch wieder, weißt du doch. Okay, pass auf, ich trau dir, ich kenne dich ja schon so lange, ja? Wir machen das so, du rufst mich morgen an und sagst, wann du es haben willst. Echt? Cool. Und dann machen wir das. Mensch, und Britta wird begeistert sein, ich freue mich. Prost. Prost. Doch Sven hat nicht vor, die 3000 Euro in ein Geschenk für seine Frau zu investieren. Auch, dass er seine Krankheit unter Kontrolle hat, ist eine Lüge. Der Familienvater hat heimlich seine Tabletten abgesetzt und fällt prompt in sein altes Verhalten zurück. Dazu gehört, dass er das Geld sinnlos verprasst. Gattin Britta bemerkt den Rückfall erst eine Woche später. Es ist der Geburtstag ihres Mannes und die Hausfrau hat mit Baby Maya gerade eine Torte gekauft. 10 Euro, 10 Euro. Hi Schatz, na? Wie geht's dir? Hallo, hallo. Ja, hier, na klar, sitz mal. Guck mal, da ist mal hier. Das reicht ja jetzt erstmal. Das ist super. Aber verteilst du dir echtes Geld? Tja, na klar, ich hab doch heute Geburtstag. Ist doch viel geiler, Geld zu verschenken, als selber welche zu kriegen, ne? Woher hast du das Geld? Na, das hab ich mir von Rolf geliehen letzte Woche. Na, bist du bescheuert? Nein, Mensch, ist doch so. Erst schenkt mir meine wundervolle Frau das schönste Mädchen auf Erden, ja? Und dann bin ich auch noch gesund. Ich bleibe so happy. 10 Euro, bleib hier, wie viel hast du dir geliehen? Sag mal. Na, 3000 Euro. 3000 Euro, bist du jetzt völlig irre, ach, oder was? Ach, ist doch alles halb so wild, das gebe ich willst ihm doch wieder. Willst du komplett ruinieren? Das gebe ich ihm noch wieder, wenn ich wieder Geld habe. Wie viel Geld hast du denn da weggegeben? 10 Euro. Nee, brauchen Sie gar nicht einpacken. Dankeschön, nee, geben Sie mir das. Hallo. Das ist unser Geld. 10 Euro. Und du kommst jetzt mit, ich bin nicht so grob hier jetzt, ja? Halt den Mund, ich will jetzt nichts mehr hören. 10 Euro, 10 Euro. Britta ist stinkwütend und in Panik, dass ihr Mann einen neuen manischen Schub hat. Denn schon in der Vergangenheit hat er im Größenwahn Geld zum Fenster rausgeschmissen. Sofort alarmiert sie Bernd Römer, Svens gesetzlichen Betreuer. Der Anwalt konsultiert umgehend die behandelnde Ärztin Dr. Eva Erhardt. Bei Herrn Weigel ist es folgendermaßen. Er kommt zwar zu den Therapiestunden, aber sein Zustand hat sich einfach gravierend verschlechtert. Er hat einen Rückfall, ja. Warum denn eigentlich? Erstens, er akzeptiert seine Krankheit nicht. Und das reicht aus, dass sich sein Zustand so verschlechtert? Dazu kommt noch, er nimmt seine Tabletten nicht. Ah. Gut, da muss ich mit seiner Ehefrau sprechen. Das wäre wirklich gut. Wissen Sie, er hat zu Ihnen einen guten Draht. Er spricht gut von Ihnen und er akzeptiert auch, dass Sie sein Betreuer sind. Das ist ja schon mal gut. Dann versuche ich mal, meinen Einfluss geltend zu machen. Ob der so weit geht, das weiß ich nicht, aber ich werd mit ihm reden. Unbedingt. Wissen Sie, das wäre die Konsequenz, wir müssten ihn hier behalten, nämlich zwangseinweisen. Natürlich, natürlich. Wenn er das nicht einsieht, könnte das passieren, dass er erneut stationär behandelt werden muss. Ja. Das wird er nicht wollen. Ich versuche ihm mal Vernunft beizubringen. Ja, machen Sie das. Sprechen Sie mit seiner Frau. Und mit seiner Frau vor allen Dingen, dass die
dass Sie da mit den Tabletten ein bisschen aufpassen. Vielleicht kriegen wir es hin. Ja. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ich melde mich bei Ihnen. Ja? Tun Sie ja, das. Okay. Vielen Dank. Wiedersehen. Ich werde mich jetzt sofort mit meiner Mandantin in Verbindung setzen und ihr das schildern. Die muss sich auf jeden Fall darum kümmern, was mit den Tabletten ihres Mannes ist. So kann das auf keinen Fall weitergehen. Ich will das nicht nochmal erleben, dass der in einen Zustand rutscht wie vor 2 Monaten. Ich werde heute Nachmittag auch auf jeden Fall da vorbeifahren. Mich selber davon überzeugen. Britta Weigel hat bereits ungeduldig auf den Anruf des Anwalts gewartet. Sie ist entsetzt, als sie hört, dass die Krankheit ihres Mannes nur deshalb wieder ausgebrochen ist, weil er seine Tabletten nicht genommen hat. Die 40-Jährige kann nicht verstehen, dass Sven so verantwortungslos handelt und zieht die Konsequenzen. Mann, ich habe gerade gewonnen. Hast du deine Tabletten abgesetzt? Hä, was machst du denn jetzt hier für ein Fass auf? Ich stelle eine ganz einfache Frage. Hast du die Tabletten, die man dir verschrieben hat, einfach alleine abgesetzt? Nein. Sven, du lügst. Du lügst mir ins Gesicht. Naja, ich habe es vielleicht 1-2 Mal ausgelassen, ja. Aber auch nur, weil ich von diesen scheiß Psychopillen keinen Bock auf Sex habe. Ich würde dich doch nur glücklich machen, Mensch. Hör mal, das kann doch wohl nicht wahr sein. 1-2 Tabletten. Ich hab dich so darum gebeten, dass du da weitermachst. Das gibt's doch wohl nicht. Ich brauch kein drittes Kind, um das ich mich kümmern muss. Ich brauch meinen Mann, verdammt nochmal. Mir reicht's jetzt, ehrlich. Aber warte nur. Ich pack deine Sachen. Was machst du? Ich pack deine Sachen, ich kann nicht mehr. Jetzt geht's los. Hey, du kannst doch nicht einfach. Du kannst doch nicht einfach meine Sachen packen jetzt. Ja, siehst du doch. Was wird denn das? Ich mach das nicht mehr mit. Bitte schön. Hier holt den Koffer runter. Hier kannst du nicht bleiben. Ey, Mädchen, was wird denn das? Wirklich, ich kann nicht mehr. So aber, geht das nicht. Aber Britta, Mensch, hier, du kannst zu, mich doch nicht... Bleibst, geh zu deinen Eltern. Aber wo soll ich denn hin? Das ist mir egal, du bist erwachsen. Ey, sag mal, du kannst mich doch nicht... Doch, kann ich, bitte. Aber... Geh einfach, bitte. Britta. Nein, lass mich. Ich fühle mich total beschissen, dass ich Sven einfach in seinem Zustand auf die Straße setze. Aber ich kann nicht mehr. Vielleicht begreift er ja dann endlich mal, dass es ernst ist und er seine Tabletten nehmen muss. Sven ist schockiert, dass seine Frau so hart auf eine, wie er findet, Lappalie reagiert. Er weiß nicht, wie es weitergehen und wo er unterkommen soll und wendet sich in seiner Hilflosigkeit an seinen Betreuer Bernd Römer. Guten Tag. Ich wollte heute Nachmittag bei Ihnen vorbeikommen. Brauchen Sie nicht mehr. Britta hat mich rausgeschmissen. Ja, und jetzt weiß ich so ganz ohne Geld ja nicht mehr, wo ich hin soll. Und ja, da wollte ich Sie fragen, ob ich nicht eventuell ein paar Tage bei Ihnen bleiben könnte. Herr Weigel, bei aller Liebe. Also bei mir, das ist wirklich ein bisschen schlecht. Was ist mit Ihren Eltern? Können Sie sich bei Ihren Eltern unterkommen? Nee, Eltern sind ganz schlecht. Also da will ich nun wirklich nicht hin. Weil die denken ja erst recht, dass ich einen an der Klatsche habe. Also sagen wir mal so, ich kenne jemanden, der vermietet möblierte Apartments. Gegebenenfalls auch mal für ein paar Tage zu so zwischendurch. Da müssen wir mal gucken. Aber was ist denn überhaupt passiert? Ja, das weiß ich so ehrlich gesagt auch nicht so ganz. Ne? Britta kam nach Hause und meinte, ich hätte keine Tabletten mehr genommen. Eventuell habe ich sie 1-2 Mal weggelassen, aber auch nur, damit es im Bett besser läuft. Ja? Weil dank dieser scheiß Tabletten ist nämlich tote Hose im Bett. Und auch aufgrund dieser scheiß Tabletten hat es mich auch rausgeschmissen. Moment, Ihre Frau hat Sie rausgeworfen, weil Sie die Tabletten nicht nehmen oder weil es gerade im Bett nicht mehr läuft? Nee, wegen den Tabletten schon, ja. Ja, die müssen Sie auch nehmen. Ja, aber ich wollte Sie ja nun glücklich machen und mich nicht so als halber Mann nur fühlen. Das ist ja, so ja, das ist so eine Sache, das ist klar. Und jetzt stehen Sie hier mit Ihren Habseligkeiten. Richtig. Herr Weigel, passen Sie auf, ich habe einen Termin jetzt 2 Stunden, wird der dauern. Ich muss jetzt weg. Die 2 Stunden bleiben Sie bitte erstmal hier, ja? Und danach gucken wir, wie es für Sie weitergeht und dass wir einen Schlafplatz finden. Der Herr Weigel ist in seinem momentanen Zustand sicherlich eine Herausforderung für seine gesamte Umgebung. Ich meine aber trotzdem, dass seine Frau hier ein bisschen überreagiert hat, als sie ihn rausgeworfen hat. Und er braucht jetzt wirklich auch Stabilität. Ich werde mal mit ihr reden. Vielleicht tut es ihr mittlerweile auch schon fast wieder leid, was er da gemacht hat. Ich werde sie auf jeden Fall anrufen, um ihr zu sagen, dass er hier ist und dass zumindest meine Sekretärin jetzt erstmal ein Auge auf ihn hat. Britta plagt das schlechte Gewissen, weil sie ihren Mann vor die Tür gesetzt hat. Doch sie wusste sich nicht anders zu helfen.
Spontan bringt sie Baby Maya zu den Schwiegereltern. Sie braucht Zeit, um durchzuschnaufen und darüber nachzudenken, wie es weitergehen soll. Kurz nach Schulschluss ihres 12-jährigen Sohnes Tim kehrt sie nach Hause zurück. Tim! Oh nein. Das darf doch nicht wahr sein. Komm schon, geh ans Telefon. Verdammt. Britta Weigel. Mein Mann hat meinen Sohn entführt, glaube ich. Nein, da habe ich doch schon versucht anzurufen. Er geht nicht dran. Ja, können Sie nicht... Ja, wäre toll, wenn Sie vorbeikommen. Ich weiß mir keinen Rat. Sie sind sowieso auf dem Weg. Ja, oh bitte, kommen Sie schnell. Ja, natürlich versuche ich es weiter. Ja, bis gleich. Komm schon, jetzt geh ran. Hallo? Ja, hallo Schatz, ich bin's, Mama. Wo bist du? Papa hat mich mit einem super coolen Motorrad abgeholt. Wir wollten ans Meer fahren. Ja, und wo ist Papa jetzt? Ich weiß es nicht. Wir haben an einer Tankstelle gehalten und jetzt ist er schon seit Ewigkeiten weg. Pass auf, Schatz, kannst du irgendwo ein Schild sehen, wo ein Ortsname draufsteht oder so? Ja. Und was steht da, sag mal? Mariendorfer Damm, Ecke, Elisenweg. Weg ist eine blaue Tankstelle. Pass auf, das ist überhaupt nicht weit weg von zu Hause. Schatz, bleib am Telefon. Ich komme dich jetzt holen. Ja, ist gut, Mama. Kannst du dich bitte etwas beeilen, denn mir ist kalt und ich habe echt Hunger. Wir kommen jetzt sofort zu dir. Mann, ich glaube das alles nicht. Hoffentlich bin ich schnell genug da, bevor mein Mann wiederkommt und weiterfährt. Ich bin nur froh, dass Maya bei ihren Großeltern ist, sonst hätte er die auch noch dabei. Ich muss los. Ja, sehe ich auch so. Jetzt zählt jede Sekunde. Sven und sein Sohn schweben in Lebensgefahr. Denn der manisch-depressive hat keinen Motorradführerschein und scheut aufgrund seiner Krankheit kein Risiko. Timmy! Mama! Mein Schatz, geht's dir gut? Ja, alles okay? Ja, alles okay. Papa wollte mir nur was zu essen holen, aber dann ist er nicht wiedergekommen. Alles gut. Ja, aber wo ist der denn jetzt? Da lang. Pass auf, Schatz, setz dich einfach schon mal ins Auto, ja? Wir gucken nur eben, wo Papa ist und dann fahren wir nach Hause. Hinten rein. Okay. Setz dich. Mach's dir bequem. Wir sind gleich wieder da, ne? Okay. Okay. Alles gut? Kommen Sie. Wir finden ihn jetzt. Wo sollen wir denn jetzt suchen? Ich mache mir solche Vorwürfe. Erstmal in die Richtungen, die Ihr Sohn gesagt hat. Warum? Wenn ich ihn nicht rausgeschmissen hätte, dann wäre das alles nicht passiert. Das wissen Sie doch gar nicht. Ihr Mann ist nicht berechenbar. Verstehen Sie? Ihr Mann hat ein Problem. Ich kann einfach nicht mehr. Ich halte das nicht aus. Was ist, wenn ich irgendwo rumliegt und verletzt ist oder sonst irgendwas? Ich kann nicht mehr. Frau Weigel, ich verstehe das. Bleiben Sie mal ruhig. Passen Sie auf. Sie bleiben jetzt hier im Auto. Ich verstehe Sie. Kommen Sie. Ich bringe Sie zum Auto. Sie bleiben bei Ihrem Sohn. Der braucht Sie jetzt auch. Beruhigen Sie sich ein bisschen. Ich suche Ihren Mann. Sonst macht es ja keinen Sinn. So, deine Mutter ist auch dabei. Ja? Ich hatte solche Angst um Tim. Ich mache mir auch Sorgen um Sven. Und ich weiß, dass er krank ist, aber ob ich ihm das verzeihen kann, das weiß ich noch nicht. Den Tim haben wir gefunden, der ist wohl auf, Gott sei Dank. Jetzt hoffe ich sehr, dass wir den Herrn Weigel auch ganz schnell finden, denn in dem Zustand, in dem er ist, ist da einiges möglich. Ich hoffe, es passiert nicht. Anwalt Bernd Römer kümmert sich als gesetzlicher Betreuer um den manisch-depressiven Sven Weigel. Der 39-Jährige widersetzt sich jedoch seiner Therapie und ist mit seinem Sohn auf dem Motorrad abgehauen und das ohne Führerschein. Tim ist inzwischen wieder wohlbehalten bei seiner Mutter Britta. Nach langer Suche findet Jurist Bernd Römer endlich auch den 39-jährigen Familienvater. Hey, alles gut? Naja, mir geht's gut. Aber ihr habt den größten Blödsinn meines Lebens gebaut. Jo, Sie haben uns einen Schrecken eingejagt. Ich hab auch so einen Typen, ja, voll gelabert, bis er mir seine Maschine ausleiht. Und er wollte auch nur einen Ausweis als Pfand haben, ja.
Und dann dachte ich mir, Mensch, da freut sich Tim bestimmt, wenn ich ihn mitnehme auf eine Spritztour. Ja, habe ich auch gemacht. Ich bin nach Hause gefahren. Britta war nicht da. Ich habe ihn mitgenommen. Wir sind losgefahren. Und mit einmal wurde ich immer schneller und schneller. Ich dachte, ich bin der König der Welt auf dieser Maschine. Ja? Und auf der Autobahn dann habe ich komplett die Kontrolle von der Geschwindigkeit verloren. Ja? Und dann sind wir aus der Kurve fast rausgeflogen. Und dann wurde mir als schlagartig klar, dass sowas nicht stimmt. Und an die Tanke gefahren. Und dann lasse ich meinen eigenen Sohn auch noch da sitzen. Ey. Ich schäme mich einfach so. Ach, alles gut. Ist alles in Ordnung. Ist gerade noch mal gut gegangen. Mit dem geht's gut. Können Sie mir bitte einen Gefallen tun? Ja. Für mich in der Klinik da anrufen. Dass ich da heute noch hin kann. Klar. Und noch was. Bitte bringen Sie Tim und Britta nach Hause. Ich will nicht, dass Sie mich so sehen. Gott. Machen Sie das? Klar, das mache ich. Machen Sie keinen Kopf. Ist ja noch mal gut. Ich denke, wir haben gerade noch mal Glück gehabt. Der Tim ist wohl auf. Dem Herrn Weigel geht soweit ja auch ganz gut. Und ich glaube, dass dieser Beinahunfall in ihm irgendwas ausgelöst hat. Er kapiert jetzt, dass er dringend Hilfe braucht. Von daher bin ich zufrieden und es ist wichtig, dass seine Behandlung weitergeht. Und es ist wichtig, dass er es einsieht, dass er diese Behandlung braucht und dass er die Tabletten weiternimmt. Ich verstehe, Britta, jetzt. Ich bin einfach krank. Und wenn sie mir jetzt auch noch die Kinder wegnimmt, dann kann ich sie verstehen. Ich kann einfach nur noch hoffen, dass sie mir irgendwann vielleicht verzeiht. Britta kann ihrem Mann nicht verzeihen, dass er sich und Sohn Tim in so große Gefahr gebracht hat und trennt sich von ihm. Sven weiß, dass er nun alles geben muss, um seine Familie nicht zu verlieren. Er zieht erstmal aus und setzt seine Therapie entschlossen fort. 2 Monate später weiß der Berliner, was er falsch gemacht hat und was er ändern muss. Das will er seiner Frau beweisen und bittet sie zum Gespräch mit seiner Ärztin. Was wollen Sie, Frau Lindner? Ja, Schatz, pass auf. Ich habe dir in den letzten Wochen, Monaten wirklich viel Kummer bereitet, ja. Mhm. Aber ich weiß jetzt, dass ich eine Krankheit habe, ja, und dass ich dagegen was tun werde und muss auch. Das freut mich für dich, wirklich. Ja, und dass du das vielleicht ein bisschen verstehst. Ich war als Jugendlicher schon so ein Abgedrehter, ja, hab missgebaut ohne Ende, ja. Und vielleicht hielten meine Eltern das für normal, ja. Und dann bist du mit Maja schwanger geworden. Und bist dabei auch noch fast draufgegangen, Mensch. Ich habe so eine Angst um euch gehabt. Versteh das bitte. Ja, ich weiß zwar jetzt, dass die Krankheit nie wieder weggehen kann, ja. Aber ich kann, wenn ich dran arbeite, sie in den Griff kriegen, dass das nie wieder so auftritt, wie das in den letzten Monaten war. Mhm. Ja. Mensch, Britta, komm bitte, bitte, bitte komm zu mir zurück, ja. Ich vermisse dich so sehr und die Kinder natürlich auch. Ich danke dir erstmal, dass du so ehrlich zu mir bist, wirklich. Wir vermissen dich auch total, aber ich brauche einfach noch ein bisschen Zeit, wirklich. Ich habe gedacht, ich verliere Tim und ja. Das war einfach zu viel, echt. Ich kann das noch nicht. Ich verstehe. Aber weißt du was, vielleicht können wir uns ja im ersten Mal zweimal im Monat oder so treffen und was Schönes zusammen machen mit den Kindern. Was weiß ich, Eis essen oder mal in den Zoo. Wirklich? Das würdest du wollen? Das wäre super. Natürlich. Aber ich muss leider schon direkt wieder los. Es tut mir leid, echt. Ich danke dir, dass du da warst überhaupt. Na klar. Mach's gut, Schatz. Und Ihnen danke ich auch nochmal. Auf Wiedersehen, Frau Weigel. Dankeschön. Mensch, Sven sieht wirklich gut aus. Und man merkt, dass es ihm diesmal ernst ist. Mann, ich liebe den Mann doch. Ich möchte mit ihm alt werden. Aber ich kann ihm das jetzt einfach nicht zu leicht machen. Er muss lernen, dass er hart für seine Familie kämpfen muss. Weitere 2 Monate später geht es mit Sven stetig aufwärts. Ganz behutsam nähert er sich seiner Frau und seinen Kindern wieder an. Noch immer verwaltet Anwalt Bernd Römer seine Finanzen. Doch der krankgeschriebene Buchhalter hat jetzt ein festes wöchentliches Budget, über das er verfügen kann. Und auch sein risikoreiches Verhalten hat der 39-Jährige unter Kontrolle. Ich mache mich auf den Weg. Alles ich danke Gute. Ihnen, ja? Ja? Sie haben mir echt geholfen. Danke. Wir sehen uns wieder. Ja.
Herrn Weigel geht's gesundheitlich wirklich besser, der wird stabiler. Seine finanziellen Angelegenheiten sind jetzt einigermaßen geordnet. Er ist fast wieder schuldenfrei. Er hat ein kleines Apartment, das habe ich ihm besorgt. Da fühlt er sich sehr wohl drin. Im Erdgeschoss, sicher ist sicher. Das heißt, seine Frau ist wirklich entlastet, kann sich voll auf die Kinder konzentrieren, sich um die Erziehung der Kinder kümmern. Von daher würde ich sagen, Ende gut, alles gut. Hey, Kurzer, na, hast du mich vermisst? Ja. Cool, Mann, oh Mann, oh Mann. Ey, ich kann das gar nicht glauben. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Ich liebe die Kinder und Britta über alles, ja. Und ich bin mir sicher, wenn ich mich weiter ins Zeug lege, dass sie mir eine zweite Chance gibt. Und dann starten wir richtig durch, wa? Hi! Hi, na? Mhm. Schick, ich bin so Prinzessin. Ja, die schläft. Die schläft? Mhm. Sven geht's wirklich immer besser. Ich merke einfach, dass ich ihm von Tag zu Tag wieder mehr vertraue. Ich glaube, ich sage ihm nächste Woche, dass er wieder bei uns einziehen soll, weil der wird Augen machen. Mit viel Kraft und Liebe raufen sich Britta und Sven Weigel wieder zusammen. Sven arbeitet weiter entschlossen an seiner Krankheit und schafft es, mit der Unterstützung seiner Frau sie langfristig in den Griff zu kriegen. Ein halbes Jahr später hebt das Gericht deshalb die gesetzliche Betreuung auf. Sven kann in seinen Job als Buchhalter zurückkehren und will sich mit Brittas Einwilligung nun endlich seinen großen Traum erfüllen. Ein eigenes Motorrad, diesmal mit Führerschein.